laut sagen. So, hallo und willkommen zu unserer heutigen ersten Folge für YouTube hier aus unserem Livestream. Jetzt muss ich das Spiel wieder suchen. Mein Stream Deck funktioniert mal wieder nicht, also nicht wundern, ich werde jetzt immer wieder mal manuell rein und rauswischen müssen. Ich habe inzwischen, wie ihr da unten seht, in der Mission elektrisches Werkzeug und das Wasserwerkzeug gebaut. Für die, die es wissen wollen, was man dafür braucht, kurz gesagt, 20 Kupferbahnen, 4, 8 Goldbarren und 4 Carbonfaser. Jetzt haben wir eben die Zeit so ein bisschen, wo es Nacht war und wir nicht auf der Suche nach Eisen gehen konnten, Zeit genutzt, habe ich das schon mal alles gebaut, was so an Grundwerkzeugen noch benötigt wird. Und ja, deswegen ist das jetzt auch schon fertig. Und der Dirk hat inzwischen fleißig dann direkt im Morgen losgelegt und hat Kupfer und Eisen besorgt. Und den möchte ich auch ganz herzlich an dieser Stelle begrüßen. Hallo Dirk. Hallo. Ja, und natürlich in unserer Base, allerdings nicht hier, ist auch die Alea. Hallöchen. Genau. Jeder sagt mal ordentlich Hallo, ist ja Wahnsinn. Und natürlich heute dabei, aber noch nicht an Spielen bei Icarus, ist auch der Julian. Hallo. Ja, ist ja Wahnsinn, heute klappt das ja. Der fährt gerade nicht frei. So, was fehlt dir denn noch? Ich habe jetzt nochmal Kupfer reingelegt. Ich glaube nichts mehr. Weil ich glaube, ich kann jetzt den kann ich jetzt auch bauen, den Komposter. Und ich glaube, dann brauchen wir, um den Komposter mit zu versorgen, brauchen wir, glaube ich, eigentlich nur noch Holz. Und das war's. Ah ja, ich muss noch den Kanister bauen, damit wir das Sprit dann auch quasi transportieren können. Aber dann sind wir eigentlich durch. Ich gehe noch Holz besorgen. Richtig. Sekunde, ich baue gerade mal hin, ob das wirklich Holz war. Ich meine, es war Holz. Ach, du kannst eigentlich so ziemlich alles da reinschmeißen, aber auch Holz. Holz habe ich auch noch. Jede Menge. Alea, komm mal vorbei. Wofür? Brauchen wir zum Komposter. Das war jetzt fies, ne? Ja, echt jetzt. So kenne ich dich ja gar nicht. Also. Keine Verbindung an ein Wassernetzwerk. An active water connection will increase processing speed. Ah, ich muss noch den Kanister, sonst fängt er nicht an zu produzieren. So, habe ich aber auch. So, jetzt haben wir auch den Kanister. Dann müssen wir den reinlegen. Hier? Nein. Du willst ihn reinlegen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich den Kanister tun muss. Oder einfach nur hier. Nein. Einfach Holz reinlegen. Ja, ich frag mich gerade. Nee. Ich weiß nicht, wo der Kanister hingehört. Wahrscheinlich gehört der Genister da unten rein. Genister. Weil das Holz oben drin liegt jetzt. In der Knister. Aber wo unten? Siehst du da mehr als ich? Wo bist du denn gerade? Ach, da bist du. Da muss man Holz reinlegen. Da muss das Holz rein, ja. Ich habe das Holz hier hinten reingelegt. Wo hinten? Nee. Der braucht ja den Biosprit. Ja, aber du kannst da oben auch Holz reinlegen. Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Doch, ich habe doch gerade Holz da reingelegt. Echt? Ich habe dich nicht reingelegt. Hab nur Holz reingelegt. Aber irgendwas musst du unten reinlegen. Aber wahrscheinlich auch im Kanister oder so. Kanister mit Biosprit steht da. Und ich habe auch einen Kanister, aber ich weiß nicht, wo ich den Kanister hin tun muss. Ja, ich hab einen Biosprit. Warnung, erfordert ein Gefäß zur Aufnahme.
Baumharz! Wir brauchen auch noch Baumharz! Ach verdammt! Wo soll ich das denn noch herholen? Naja, das ist jetzt, das ist wirklich jetzt. Baumharz jetzt brauchen wir auch noch. Jetzt fängst du aber hier an, mich zu fordern, oder? Ja, wahr. Was können die Tiere alles fressen? Die können dich fressen. Dein Finger. Die Mohas essen eigentlich alles, was irgendwie Gemüse ist. Den angegriffen. Und die Büffel? Auch. Die Büffel, glaube ich, Möhren. Ja, Möhren und beim letzten Mal habe ich meine schon mit Weizen gefüttert. Ja? Hey, nein. Ich weiß aber hallo. Nicht. Hallo. Oh, komm doch raus. Es ist eine Woche her. Woher soll ich das noch wissen? Was er produziert. Aber ob das reicht, um den Strom zu produzieren, weiß ich noch nicht. So, elektrisches Werkzeug. Schon mal das elektrische Kabel habe ich schon mal gelegt. Sobald das Ding läuft, läuft's. Ja, aber du brauchst noch so ein Haar. Ja, ein bisschen hatte ich noch. Also ich habe schon mal angefangen zu produzieren auf jeden Fall. Also 97 sind hier auch noch in der Base. Aber ja. Das nützt jetzt also total viel, aber danke. So weit weg. Also, war eine gute Information, aber. Ach, genau. Das war schon weit weg. Ich suche mir noch was Harzer. Und die Wasserpumpe braucht leider auch Strom, sehe ich gerade. Ja. Wir müssen uns beeilen, wird das wieder dunkel. Aber diesmal kann ich schlafen. Im Dunkeln ist gut munkel. Was macht denn die Base? Oh, ich hab die wieder jetzt komplett aufgebaut, aber ich muss unbedingt was zu fressen für die Tiere. Ja, also probier's mal mit Möhren und Beeren. Ja, Beeren bin ich gerade schon wie bescheuert am Sammeln, aber Möhren finde ich nicht. Also das hat nicht viel gebracht, denn das, was ich im Baumharz hatte. Das hab ich mir gedacht. Und ich bin auch Sammel. Also, man sieht das, was drin ist im Kanister. Ich formuliere es mal so. Wo bist du lang? Ich gehe jetzt das Viech töten. Ach, da hinten bist du. Okay. Jetzt Richtung den Viech da und töte das. Ja, mach das. Vielleicht hat das zufällig Baumharz dabei. Tonnenweise Baumharz. Ich jetzt. Ja, das mit den Ästen ist hier wirklich in dem Level ein totales Problem. Alles liegt, Stromkabel liegt, Wasserkabel liegt. Nur das Harz nicht. Genau. Nur das Harz. Oh, ich muss zurück, hier kommt ein Sturm. Oh, das Viech bewegt sich, das sehe ich sogar. Das ist so ein Hügel, der sich dann bewegt. Oh, cool. Weil der kommt nicht gerade in meine Richtung. Also läuft von links nach rechts sogar. War das gerade. Ich bin ganz froh, dass ich nicht in deiner Nähe bin. Da siehst du richtig den so einen Sandhügel, der sich wegbewegt. Richtig. Jetzt steht er quasi wieder vor dem Eingang, da wo du dich gerade bewegst. Okay.
Aber er kommt nicht rein. Das wissen wir nicht. Auch wahr. Wahrscheinlich kommt er dann, wenn wir fertig sind. Wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Haare gesammelt. 72. Ja. Ich weiß zwar nicht, dass es reißen wird, aber vielleicht bin ich aber was. Einfach in diesen kanistermäßigen Ding reinschmeißen, dann fängt er sofort an zu produzieren. Produzieren? Ja, ich bin auch fleißig am Suchen. Bisschen was haben wir ja hier noch an Gras durch den Schnee lassen. Ha? Auf jeden Fall nochmal ein Level abgekriegt. Das ist schön. Das echt? Freut mich. Bist du Sammler? Ja. Dank Stöcke sammeln. Ich glaube, Stöcke sammeln hat mir in diesem Level ein Level abgebracht. Das ist doch cool. Ja. Wie viele Stöcke sammelt man hier? Na ne, bist du Bärensammler? Nee, noch nicht. Ja, einen hast du aber schon gesammelt. Du, ja. Du musst ja den Tier was fressen geben. Ja, ich habe auch schon gesagt, aber dafür habe ich schon keine Schiefe. Echt? Musst du dann in so einen Trug reinholen, ne? Hm, habe ich. Ja, der steht ja schon. Ja, da stand noch alles. Ja, ja, wir haben auch noch ein Zwischenbase. Wo das Tier dann fressen kann, aber ich gehe davon aus, dass das Fressen schon kaputt ist. Das heißt, du musst es dann zwischendurch oder vorher schon was gesammelt haben mitnehmen. Aber ich denke, wir sind vielleicht auch bis dahin fertig, bis sie überhaupt ein Tier gezähmt hat. Ich hab schon nichts gezähmt. Echt? Ist ja auch schon ein Sattel. Was? Sattel? Mhm. Sattel brauchst du auch noch. Kannst du dich ohne diesen Sattel reiten? Nein, logisch, oder? Ich bin wieder da. Juhu! Darf ich sowas nicht mehr sagen, weil ich auch nicht da. Hm? Ich hab mir nur was zu essen gemacht. Ich hab Hunger. Wieso isst ihr alle so viel? Entschuldigung, ich hab den ganzen Tag nichts gegessen. Ich saß fast den ganzen Tag nur auf dem Fahrrad. Wie gestern und vorgestern. Also, ich hab heute gegessen und das war's. Du bist auch nicht den ganzen Tag aufs Fahrrad gefahren. Stimmt, ich lag den ganzen Tag nur beim Athleten. Und im Bett, ne? Super. Den ganzen Tag muss ich schlafen. Wie war denn der Besuch? Echt? Ihr habt euch unterhalten? Ja. Madeleine redet wieder. Madeleine hat schon immer geredet und ich bin hier. Aua, das hat weh. Weiß ich doch, warum Scherz. Was soll man sich denn mit Erwachsenen unterhalten, ey? Echt, weiß ich auch manchmal natürlich nicht. Natürlich, ja. Die können so gut fortsetzen, ne? Ja, da haben die einfach zu dicke Finger für. Ich habe einen Elefanten gefunden. Und? Reitest du jetzt auf den? Ich glaube, ich bin ihm zu nahe gekommen. Wieso? Hat mich dein Rüssel gewackelt.
Das machen die auch in Köln. Echt? Wenn die dich sehen. Ja, auch wenn sie dich nicht sehen. Auch dann. Und hast du was? Ich hab hier was gefunden. Hätten wir jetzt einen Bohrer dabei. Ich hab einen Bohrer dabei. Aber scheiße, ich hab glaube ich kein Ding. Nein! Kein was? Komposter. Ich hab keinen Sprit. Ja, ich los, zurück zur Base. Ja, ich hatte auch überlegt, das mitzunehmen, aber wir haben kein, Radar. Radar. Das ist noch nicht freigeschaltet. Ich schon, aber... Ja, das ist jetzt echt ärgerlich, dadurch, dass Mattes nicht mehr mitspielt anscheinend, weil er war jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr da. Hängen wir natürlich in den Seilen ohne den Radar. Ich glaube, du hast ein bisschen was gefunden. Ja, ja, ich bin fleißig. Echt? Weil hier auf der hinteren Seite von der Oase ist noch jede Menge noch nicht geerntet gewesen. Aber jetzt bin ich, glaube ich, rum bis zu der Stelle, wo schon hingeerntet war. Aber ich habe trotzdem schon, guck gerade, 100, 200, 201 Stock habe ich gesammelt. Und wie viel, Baum hat? 40. Baum hat ist das wichtig, ne? Ja, ja, aber aus den Stöcken kannst du ja auch Baumharz machen. Also? Echt, hast du so viele Stöcke gesammelt? Mega, ja. Hm. 200 Stöcken, dann machst du locker. Müsste ungefähr 100 Einheiten Baumharz ergeben. Okay, ich komme gleich mit 200 Einheiten zu dir. Baumhart. Fünf Stöcke. Na gut. Dann müssten wir eigentlich Biosprit genug produzieren können. Biosprit? Die Frage ist ja, wie lange auch der Analysator überhaupt da laufen muss, ne? Ja, das stimmt wohl. Ob es reicht, wenn er nur einmal anspringt oder ob er dann wieder so ein Countdown runterläuft. Ja, das ist das Problem ist ja, wir haben ja Bohrer, aber nicht so ein komisches Dingsgerät zum Gucken. Wo macht man denn das? Unter den Hinter. Wo die Freiheit wohl grenzenlos ist. Ich war jetzt ernst. Ja, das war auch ernst. Wo macht man den? Der Textilbank, habe ich doch gerade gesagt. Warum nicht? Was genau? Ja, zu 8.6. Nein, jetzt bist du zu lang. Doch, so kann man das sagen. Ganz im Ernst. Du verstehst mich doch. Ja, ja, klar. Aber nur, weil ich dein Hauchen in meinen Ohren gewohnt bin. Oh. Ich sag das jetzt verkehrt. Etwas. Ach so. Ich habe sogar noch Zirkkürbisse, habe ich auch noch mitgebracht, damit unser Tier noch was zu fressen kriegt. Zirkusse? Was sind denn Zirkusse? Mohrenküsse mit, die sich zieren. Kann das freischalten? Stark-Pigmentierte. Ja, es, musst du freischalten. Wo? Ja. Sind aber stark-pigmentierte Schaumküsse. Technikbaum, warte, das ist, glaube ich, Rang 3. Ich guck aber gerade mal. Das war Rang 2. Zu Hause ist weg. Ach, da ist das. Das ist das. Ja, Rang 2 ist das. Ziemlich in der Mitte, wo auch die Tränke sind unten. Ja, hat's gefunden. Gut, da brauche ich noch einen Punkt für.
Spaß mit ein bisschen leveln. Ich kann dir einen geben, ich habe einen hier. Haha. Brauchst du nur ein bisschen nach hier zu rennen, in den Hull zu kommen. Wo sind denn die Wölfe? Ich hab doch schon ein halbes Level. Wo sind die Wölfe? Wäre Karina nicht gestorben, hätte ich schon ein ganzes. Ein ganzes Wolf. Ein ganzes Level. Okay. Ein halben Wolf. Boah, wobei ich, wie gesagt, also ich fand, er hat ganz gut mitgespielt. So, jetzt muss ich das. Wo muss ich das Zeug jetzt hinschmeißen? In den Komposter rein. In den Komposter. Genau. Warum haben wir da Holz reingeschmissen? Weil der braucht den Baumharz und das Holz zum Produzieren von Biofuel. Okay. Braucht beides. So, und dann kannst du hier hinten bei dem Tiegel kannst du auch Baumharz produzieren. Also die 230 Stöcke, die ich habe, die sind für 57 Baumharz. Hoffentlich brauchen wir nicht, ey. Wir wissen erst, was wir noch haben. Dein Ernst? Hm. Nicht wirklich, ne? Oh. Könnte knapp werden. Ich nehme jetzt schon die Holzkohle raus, damit wir nicht, wenn wir noch Platz haben, quasi. Ronny? Mhm. Was schätzt du, wie lange ich noch brauche? Dann würde ich jetzt nochmal probieren reinzukommen. Nee, wir sind am Ende fast. Also lohnt sich nicht mehr. Am Ende. Der Straße. Weil, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch den Biosprit zu produzieren, dann können wir den in den Generator einfüllen, dann springt die Pumpe an und damit startet dann hoffentlich dann der Countdown des Endes. Welcher Countdown? Möhrchen! Allerdings dauert das noch, weil der Biosprit produziert sich auch nicht schnell. Ei. Dann kommt es gleich wieder, weil ich muss mal. Das wollten wir so genau gar nicht wissen, ehrlich. Oder? Sehe ich das jetzt gerade falsch? Oder? Oder? Oh, der Stein sah gerade aus wie eine Schildkröte. Ich dachte schon, die hätten Schildkröten eingebaut. Eine Schildkröte? Genau, eine Schildkröte. Nee, eine Schildkröte. Die Schielkröte gibt es auch, okay. Ja, ja, das sind die Kröten, die immer so schielen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ich mache gleich noch einen zweiten Biosprit-Kanister, falls wir zwei brauchen. Okay. Damit die Produktion gleich weiterlaufen kann, quasi. Und läuft das bei euch sauber? Ja, bei mir läuft es also richtig sauber, ja. Gut. Ich habe noch nicht mal 60 Grad im CPU. Ja, alles gut. Er hat heute also, einen guten Tag. Die Biospritproduktion ist noch nicht mal bei der Hälfte eines Kanisters. Also es dauert noch. Das habe ich wohl zu früh gesagt. Oder ich bin gerade irgendwie festgebackt. Ich war festgebackt. Hey, wenn du redest, dann bewegt sich das Licht in meinem Rechner. Ja, boah, ist das gerade hell geworden. Ja, oh, jetzt lacht das auch noch. Das ist mal Erotik anders. Ja, das, auch wenn du redest, ne? Ja. Dann geht das Licht aus und an nach dem Takt, wie du redest. Ah, in welcher Farbe, wenn ich rede? In Rot. Aber wenn jeder redet, ist das Rot. Ach so, echt? Hm? Ich dachte, das bedeutet schon was Besonderes, wenn ich rede. Weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen kann. Ob das auch andere Farben macht. So mit Emotionssensor drin quasi, ne? Ja, theoretisch müsste man das doch mit dem Licht so machen können, dass du, wenn das mit dem Spiel zusammenarbeitet, weißt du, dass du dann, ja, wenn du getroffen wirst oder so, rot wirst oder so. Ja, ja, müsste eigentlich gehen, ja, da hast du recht.
Ich weiß noch nicht, wie das geht, aber ist ja auch egal. Ja, mal wieder. Oh, nur leichte Spuren. Nee, schwerer Wüstenrückstand. Also für mich ist da nicht schwer, also ich kann noch fahren. Nee, der schwere Wüstenwind, der heißt deswegen schwerer Wüstenwind, weißt du? Weil gleichzeitig du pupst. Schwerer Wüstenwind. Oder das ist, wenn du an Strand gelegen hast, ja? Und dann hast du ja schon mal Sand in der Kimme. Ja. Und dann Korn. Ja, genau. Und dann musst du pupsen. Das ist wahrscheinlich dann ein schwerer Wüstenwind. Wo soll ich denn die Äste hin tun? Hier in den Mörser. Sehe ich nicht. Ich glaube, es ist alles dunkel. Hier in der Ecke ist der. Und da kannst du direkt Baumharz ziehen. So. Harz. Ich kann auch andere Sachen produzieren. Knochen und so. Knochenmehl. Ja, Baumharz reicht schon. Baumharz. 46 Stück. Also der Kanister ist jetzt bei 3/4. Okay. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt einen Sekt rein. Was anderes habe ich nicht gemacht. Ja, ist klar. Alkoholfrei. Okay. Alkoholfreier. Alkoholfreier, oh. Alkoholfreier. Du Ärmster. Ich fühle mit dir quasi. Rob, ich wappel oder was? Nein. Mumm alkoholfrei. Mumms alkoholfrei. Wobei. Ja, mit diesen beschämenden Worten enden wir mal die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Kann auch den Ramazotti öffnen. Ach ja, das funktioniert ja so nicht. Ich wollte schon wieder Stream Deck benutzen. Mit Stream Decken. Von Fasern.